ein bisschen, würde ich sagen, ja? Also ich finde es auf jeden Fall genial. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, riesen Applaus mal für euch und an euch, dass ihr hier seid, dass ihr auf die Straße geht. Ihr müsst auch mal ein bisschen mit positiver Stimmung da rangehen. Ja, nur mit einem Lächeln im Gesicht kann man positiv was verändern. Lasst euch nicht unterkriegen, dass der Arbeitskollege immer sagt, ey, was soll das denn? Oder das interessiert mich nicht. Dann kann man einfach nur fragen, Frieden interessiert dich nicht, ist gut. Ne, dann muss man das abhaken. Man kann natürlich immer noch versuchen, den einen oder anderen mit Fakten zu überzeugen. Ich habe schon einiges erwähnt. Hier stehen sicherlich ein paar Leute am Rand und wundern sich jetzt, was machen die vielen Menschen hier? Die habe ich noch nie auf der Straße gesehen. Ne? Wie gesagt, ich betone es nochmal kurz. Wir stehen hier zum Beispiel für freie und unabhängige Medien. Also ich finde es irgendwie erschreckend, dass Politiker heutzutage Pressekonferenzen vor Chevron-Plakaten halten können. Und was stand da noch drauf? ExxonMobil. Also Politiker halten heute Pressekonferenzen vor, Plakatwerbung von Ölfirmen. Da frage ich mich so ein bisschen, okay, wo ist jetzt da der Zusammenhang? Also das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Einer der Gründe, warum wir hier stehen. Wir stehen hier, weil wir kein TTIP wollen. TTIP ist ein Konzernschutzabkommen. 80% der Deutschen wollen kein TTIP und die Merkel macht TTIP. Nicht mit mir! 80% der Deutschen wollen keine genmanipulierten Lebensmittel. Die Merkel macht genmanipulierte Lebensmittel. Naja, jetzt nicht selber, aber sie lässt es zu. Und das nicht in unserem Namen, nicht im Namen des deutschen Volkes. Und es wird immer so verkauft, als ob es alles in unserem Namen ist. Nein, es ist nicht in unserem Namen. Es ist nicht in meinem Namen und es ist sicherlich auch nicht in eurem Namen. Der ganze Scheiß, der abgeht, Waffenexporte in die ganze Welt und dann Riesendiskussion über Flüchtlinge. Verfluchte Scheiße, wir exportieren die Waffen, also nehmen wir die Flüchtlinge auf. Das ist doch ganz klar. Ich habe letztens geschrieben, dass es dennoch ziemlich clever wäre. Du meintest, es sei sarkastisch. Ja, es ist natürlich sarkastisch. Aber die Firmen, also die zynisch. Waffen, die zynisch, meine ich ja, zynisch, Verzeihung. Die Waffenhersteller und die Banken, die das so scheiße reich macht, die müssen für Unterbringung, Versorgung, Verpflegung und Bildung der Flüchtlinge zahlen. So einfach wär's.